Schmidt. Danke, danke. Sehr freundlich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im offiziellen Olympiazentrum. Und ich sage es nur, es gibt einen Namen für uns als Olympia-Fans, den wir heutzutage gar nicht laut und emphatisch genug hinaus posaunen können, voller Freude. Katja Seitzinger. Zweimal Gold in einem Wettbewerb, nicht ganz, aber mit demselben Instrument auf ihren Skiern. Wie man in Allgäu sagt, man ist begeistert. Das ZDF hat hingeschalten in die Gaststätte, wo man gefeiert hat. Und ein Herr hat gesagt, wir wissen nicht, wie lange die Menschheit noch Ski fährt. Aber dieser Erfolg ist super. Ein wahres Wort. Katja Seitzinger, Gold im Abfahrtslauf der Damen und in der Kombination ebenfalls der Damen. Das hat man ganz selten. Ja. Gold, Gold, Gold. Unsere, und ich glaube, wir dürfen ab jetzt sagen, Gold sei sie. Unsere Gold sei sie hat nicht nur zweimal Gold geholt, sondern sie hat auch einmal gelacht. Sie ist ja sonst eher ernsthaft. Und ich finde, wenn sie lacht, dann sieht sie ein bisschen aus wie, ja, wie Steffi Graf, minus Nase und minus Vater. Unsere Goldzeit. Und sie hat eine naheliegende Antwort gegeben, ja, auf die Frage, warum sie so selten lacht, hat sie gesagt, ich bin eher ein mathematischer Typ. Ganz ehrlich. Haben Sie Ihren Mathelehrer mal lachen sehen? Ja? Das heißt, man kann sich eher so vorstellen, sozusagen wie die Frau von Uwe Seeler, die alles genau durchrechnet. Das sind die mathematischen Typen, die einfach nicht so oft lachen. Und unser großartiger Kollege Gerd Rubi Rubenbauer hat sich selbst übertroffen. Heute war ich wieder im Schwanken, wen sehe ich lieber, Rubi oder Waldi Hartmann. Ja? Und Rubi hat gesagt, er bietet zur Siegerehrung, denn alle drei Medaillen gingen ja an deutsche Läuferinnen, die Original-ARD-Schminke an, den sogenannten kompletten Willem-Wiebentopf. Sie wissen, liebe Fans der Tagesschau. Ich habe mich gefragt, Slalom, ein Slalom, zwei Slalom, wie ist eigentlich der Plural von Slalom? Slali? Oder Slalomme? Slaloms? Wissen Sie es? Wie ist der Plural von Slalom? Bitte schreiben Sie uns. Ja? Zum ersten Mal dabei Damen-Eishockey. Auch ein Gewinn. Und ich habe mir das erste Spiel angesagt und gesagt, Donnerwetter, ist ja riesig, Damen-Eishockey, haben die eine Power, ist ja richtig geil. Da habe ich gemerkt, ach nee, sind ja Männer. Unter diesen Helmen. Und ich glaube, die Trainerin, die russische Trainerin, habe ich schon mal gesehen in dieser sensationellen Rolle unter dem Titel Unschuldig und nackt im Frauenknast geschändet. Als Aufseherin. Und, liebe Skifans, haben Sie diesen unglaublichen Sturz gesehen von Monster Meyer? Ha? Aus Österreich, der Wahnsinn, oder? Das war kein Sturz, das war ja, sowas gab es noch nie. Und ich finde, Monster Meyer ist die beste, Achtung, Alliteration. Monster Meyer seit Prügelprinz. Ja. Prügelprinz trifft Monstermeier. Das wäre mal eine Schlagzeile, die wir gerne lesen würden. Und dieser Sturz, ja, ich finde, Monstermeier, das klingt so ein bisschen nach einem Familienunternehmen für Homunkuli. Wie gefällt Ihnen Homunkuli? Sie kennen Homunculus, dieses kleine Wesen, das im Faust Goethe kreiert wurde, beim Versuch, ein perfektes Wesen zu schaffen. Homunculus, das Einzelwesen, Homunculi, der Plural. Monstermeier, Homunculi-Bedarf.
mit der Werbung: Ungeheuer kaufen Sie am besten bei Monstermeier in der Kastanienstraße. Im Kino, in meiner Lieblingswerbung, die der Chef doch selber spricht. Eines ist bedauerlich. Der Biathlon musste heute abgebrochen werden. Zum ersten Mal seit 428 Jahren. Seit Baron Pierre de Coubertin die Jugend der Welt zu den Olympischen Spielen gebracht hat. Das war ja mal die Ursprungsidee, das sage ich immer wieder gerne. Zum ersten Mal musste ein laufender Wettbewerb seit langer Zeit abgebrochen werden. Zu starkes Schneetreiben. Und liebe Biathlon-Fans, Sie brauchen nicht auf die Höhepunkte zu verzichten. Das hier für jeden, der auf Biathlon steht. Da schlägt das Herz höher, solange es schlägt. Schauen Sie genau hin. Ja, schade. Heute haben wir, meine Damen und Herren, fabelhafte Gäste für Sie hier im Sat.1 Olympiazentrum. Ein großartiger Komödiant und Schauspieler und eine sehr, sehr attraktive junge Kollegin, die die Sendung Hotspots auf RTL 2 moderiert. Bei uns zu Gast heute Abend Sabrina Staubitz und Dieter Krebs. Wenn Sie uns häufiger sehen, wenn Sie regelmäßig bei uns zu Gast sind, abends in unserer lauschigen kleinen Kulturecke, dann wissen Sie auch, warum. Stets sind wir bemüht, die Form zu wahren. Ja? Der Herr wird der Dame zuerst vorgestellt. Beim Handkuss berühren die Lippen nicht die Hand, sondern sie machen kurz vorher Halt. Stil, das ist es, was wir hier pflegen. Umso entsetzter waren wir, als wir heute lesen mussten, und zwar so groß. Die Gesellschaft für deutsche Sprache fand heraus, 34%, das ist jeder Fünfte, 34% duzen ihren Gesprächspartner bereits beim ersten Gespräch. Ja, ist das denn zu fassen? Stellen Sie sich vor, wir Existenzialisten wissen, Jean-Paul Sartre, Sie wissen, von der Pfeife, leicht ungepflegt, sehr viel Schuppen, aber die Weiber sind auf ihn abgefahren. Ja. Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, eine seiner 78 Lebensgefährtinnen, haben sich ein Leben lang gesiezt. Doc, 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 Jean-Paul, ja, Simone, Frischfleisch von der Uni ist da, schick es rein. Per Sie, genauso wie im Hause unseres Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Da haben auch die Kinder die Eltern gesiezt. Ja, war das denn das Schlechteste? Dieser berühmte Satz von Erika Mann: Sie, Frau Mutter, entschuldigen Sie bitte, meine Windel ist voll. Nobelpreis! Bei Ihnen auch? Ja. Weiß ich, jeder tut. Es gibt ja bekannte Kombinationen von Sie und Vornamen oder Du und Familiennamen. Kennen Sie aus dem Supermarkt, ja? Von Machulski! Sag mal, kannst du mal gucken, was die Brechbohnen kosten? Oder in der vollkommen, wie das heute heißt, relaunchten Wochenzeitschrift Die Zeit zum Chef Roger. Roger. Und das ist nicht nur ein Schokoriegel, ja? Roger, Ihr Leitartikel am Donnerstag, ich muss sagen, exorbitant. Im Gegensatz zu Du, Fräulein! Roger, Ihr Leitartikel am Donnerstag, exorbitant. Es zeugt wirklich von Stil und von Respekt vor dem anderen, sich nicht nach dem ersten Mal, nach der ersten Nacht gleich fallen zu lassen. Ja? Ein Satz wie: Hör mal, du warst nicht der schlechteste Arsch, den ich in den letzten Jahren hatte. Ja. Herzlich willkommen, Costa Cordalis war uns zu Gast. Ja. Probieren Sie es stattdessen mal mit der Formulierung: Der Intimverkehr mit Ihnen war recht erbaulich. Ja.
Dieser Satz kommt besonders an bei Damen, die darauf stehen, mit dem eingerollten Feuilleton der Zeit den Popo versohlt zu kriegen. Roger, exorbitant, Ihr Leitartikel. Die Faustregel, und das sage ich gerade im Umgang, was das Sexuelle angeht. Die Faustregel heißt, man sieht den Chef, solange die Klamotten noch an sind. Ja. Und in diesem Zusammenhang sind wir hier in Köln Vorbild. Es gibt hier aus Kölle am Ring etwas Sensationelles Neues zu vermelden. Und zwar, ab dem Herbst soll es in unserer fantastischen Straßenbahn, die hier unter dem Titel KVB, Kölner Verkehrsbetriebe, läuft. Wissen Sie, was es da geben soll? Stewardessen. Ja. Ist das nicht sensationell? Für den Service. Stewardessen in der Straßenbahn. Bisher läuft ja die Kölner Straßenbahn eher unter dem Motto Balkan Air auf Schienen. Stewardessen, ja? Dann gibt es auch passend dazu Durchsagen vom Straßenbahnfahrer. Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit beträgt 7 Stundenkilometer. Auf dem Kölner Hauptbahnhof ist erwartungsgemäß dieselbe Temperatur wie hier über dem Rhein. Solange wir über dem Rhein sind, können Sie zollfrei einkaufen. Ja. Und die Stewardessen. Roger, Ihr Leitartikel war exorbitant. Und die Stewardessen machen folgende Durchsage. In der Kölner Straßenbahn ab Herbst. Über ihm ist die Notbremse. Unterm Sitz finden Sie Kaugummi, Schokolade und Pommesreste. Die Durchsage geht noch weiter. Bei dem weißen Zeug unterm Sitz, bitte hoffen Sie, dass es Mayo ist. Es gibt eine tolle Neuigkeit. Liebe homosexuelle Fangemeinde, und ich weiß, sie wird jeden Abend größer. Ja, ja. Toll, toll, toll. Und zwar, Moment. Es gab bisher zwei großartige schwule Zeitschriften. Das eine war das Westblatt Rosa Zone und das andere war die Leipziger Queer. Queer. So hieß das. Und die haben fusioniert und sie heißen jetzt bundesweit Queer, wie bisher nur das Leipziger aus. Rosa Zone und Queer wird Queer. Und was passiert in dieser Zeitschrift inhaltlich? Es ist im Grunde redaktionell und inhaltlich eine Zweitverwertung von Amica. Das Tolle bei Queer ist, die interessantesten Sachen stehen auf der letzten Seite. Denn die Zielgruppe, und das ist genauso wie beim Spiegel, fängt beim Lesen schon gewohnheitsmäßig von hinten an. War das hart? Oh. Das war doch zu hart? Ja. Und ich habe sofort angerufen und gesagt, Mutti, die neue Zeitung, toll, toll, toll. Ich mache mir jetzt ein Piccolöchen auf. Wolfgang Job, toll. Ja, total, genau. Herzlich willkommen. Yeah. All about Job. Ja, Queer ist so ein toller Titel. Ich habe überlegt, welche Titel würden sonst noch passen? Mann im Spiegel, der Mann mit Herz, der Aktuelle oder wenn die Zeitschrift donnerstags rausgekommen wäre, wäre mein Lieblingstitel gewesen Tunte. Es ist soweit, meine Damen und Herren, 2 Goldmedaillen heute von Goldi Kathi Seitzelbaby. In der Damenabfahrt und in der Damenkombination. Wir kommen aus Respekt vor der Leistung dieser jungen Frau zu unserer heutigen Olympia-Siegerehrung.
Meine Damen und Herren, die Ehrung der heutigen deutschen Goldmedaillengewinner wird vorgenommen von Frau Zimmermann, Harald Schmidt und Özgür. Ladies and Gentlemen, here to honor today's German gold medalists are Miss Zimmermann, Harald Schmidt and Özgür. Mesdames et Messieurs, quatre vins, die Vinskartons sur le pont Avignon. Madame Zimmermann, Harald Schmidt et Özgür. Unsere treuesten Fans werden wissen, normalerweise ist Frau Asenbaum an der Seite von Özgür. Heute ist unsere großartige Kollegin Frau Zimmermann. Frau Asenbaum ist heute entschuldigt. Sie ist nicht etwa im thüringischen Haus in Nagano, sondern Frau Asenbaum hat heute Karnevalssitzung in der Pfarrgemeinde. Ja. Tolle Sache, oder? Toll, sie hat mir ein Kostüm gezeigt, Frau Asenbaum als Harlekin im Karneval unterwegs. Und wir werden das für Sie, glaube ich, noch mal zeigen. Sieht fantastisch aus. Meine Damen und Herren, und erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle aus vollem Herzen sage, liebe Freunde, Sie kennen diesen Hund, mit ihm fing es an. Die Augen blinken, er sprüht Feuer. Dann haben wir am Freitag das hier bekommen. Ja. Liebe Rodelfans. Und heute erreicht uns mit der Post dieses Paket hier. Und jetzt passen Sie auf, was da drin ist. Und jetzt kommt das Tolle. Er blinkt. Er spuckt vorne und hinten blinkt's. Ja? Und ich halte es hier an, weil hier ist mein Mikrofon. Hören Sie bitte und schauen Sie. Und ich finde, das Tolle ist, ja, es klingt nicht nur wie ein bellender Hund, es klingt auch wie 60 ohne Filter pro Tag. Ja? Das sind nur noch wenige Äste an den Bronchien. Sie wissen es, meine Damen und Herren, ich bin leider computermäßig ein vollkommener Laie, aber ich habe viel gelernt. Junge, engagierte Kolleginnen und Kollegen im Team führen mich in die Welt des Computers. Das hier ist ein Bildschirm. Ist das so? Ja, das ist ein Bildschirm. Okay, Moment. Ich will Ihnen zu Hause auch Mut machen, sich einzuführen. Schauen Sie, Bill Gates, in der Garage angefangen, heute viele Milliarden, oder? Bei Sat 1 besteht die umgekehrte Möglichkeit, viele Milliarden in der Garage aufhören. Aber das hier. Für mich bisher eine Tastatur. Keyboard, heißt das so? Es heißt Keyboard. Jetzt hier. Das war für mich bisher ein Gummiunterleger. Mousepad. Es ist, wie alle sagen, Computer kapiert die dümmste Putze. Ja, ich bin immer entsetzt, wenn ich sowas Abwehrendes höre, aber das wollen mir Leute sagen, um mir Mut zu machen. Das ist die Maus, die kommt hier drauf. Und dann schließe ich das Ganze an. Und hier. Nee, da brauche ich den anderen Stecker. Und,
Das Tolle ist, Internet. Internet, Homepage. Werbung, Firmen, Personen stellen sich da. Und ich schalte mal rein in die Homepage. Hey! Rudolf Scharping! Hallo, hier spricht Speedy Scharping. Was geht's los? Hallo, hier spricht. So, jetzt gehen wir mal auf die Homepage von einem großartigen Kollegen in Ihrem ZDF von Roger Wilhelmsen. So, jetzt mache ich mal die typischen Begrüßungsgesten auf seiner Homepage. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und vielen Dank für den freundlichen Applaus. Und das Tolle, ja, das Tolle bei Roger ist, schauen Sie hier, der Wilhelmsen-Fragebaukasten. Gehen Sie da mal ran. Und jetzt haben Sie die Frage zum Beispiel, erinnerst du dich an den Geruch deines Kinderzimmers? Ja? Typische Wilhelmsen-Frage. Oder Sie kombinieren das anders. Erinnerst du dich an den Klang deiner Mutter? Oder die Farbe deiner Mutter? Ist vielleicht besser. Noch eine Frage. Ja? Erinnerst du dich an hier den Klang deines ersten Traumes? Dann soll ich noch einen Bausatz? Erinnerst du dich an das Kinderzimmer deiner Mutter in deinem ersten Traum? So können Sie alles kombinieren. Ja? Erinnerst du dich an den Geruch deiner Mutter in deinem ersten Traum? Und so können Sie alles herstellen. Die Wilhelmsen-Seite. Und seit neuestem neu im Angebot von Sat.1 die Homepage des erfolgreichsten Regisseurs dieses Jahres, Dr. Dieter Wedel, der König von St. Pauli. 6x über 9 Millionen Zuschauer. Gehen wir mal rein hier in Dr. Wedels Filmlexikon. Einfach aufschlagen und wir sehen Der Pate, Teil 1, 2 und 3. Amerikanisches Mafia-Epos, größtenteils originalgetreue Kopien einzelner Szenen aus Der Schattenmann und Der König von St. Pauli. Für Filmfans immer interessant, dann gehen wir mal zu. Und zum Beispiel Dr. Wedel wird böse, wenn Schauspieler ihren Text nicht können oder so. Ja? Und hier können Sie sehen, wie böse er wird. Hören Sie? Ja. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Nochmal auf die Homepage von Dr. Wedel. Der neue offizielle König von St. Pauli Bildschirmschoner, Julia Stemberger. Holen wir mal hier aus der Homepage. Und das hier ist gut, wie kriege ich Sie denn jetzt wieder runter vom Schreibtisch? Ja. Unser Liebling des Monats, Jens Weißflog, meine Damen und Herren. Ja. Das hier ist Margit. Sie wissen, Margit ist ganz vorne im Wettbewerb um die neue Traumfrau in unserer Show. Und der Wettbewerb läuft weiter. Schicken Sie uns, wir haben in der letzten Woche allein 25 Einsendungen gekriegt, teilweise komplette Videos von Damen, die auch bei uns die Rolle von Pamela in Zukunft ersetzen wollen. Aber sie brauchen keinen Pamela-Double zu sein. Aber Jens Weißflog, unser Liebling des Monats, hat natürlich auch eine eigene Homepage. Und die haben wir hier. Die Jens Weißflog Homepage mit dem Slogan Deine macht den Drüben. Und das Tolle bei Jens, können Sie neue Bärte ankleben. Nehmen wir mal den hier, diesen Kinn- und Oberlippenbart. Im Volksmund auch, komme ich nicht drauf, wie der im Volksmund heißt. Oder wir machen noch mal einen anderen. Dieser hier sieht auch sehr, sehr gut aus. Der hier. Einmal als feuriger Spanier. Die Jens Weißflug Hirnbeach. Das ist meine Anhörung.
So. Maus kaputt gegangen. Nichts mehr wertes Zeug heutzutage. Wissen Sie, ich finde, diese ganze Technik, die braucht man nicht, wenn man emotional ist, wenn man ein Herz hat und wenn man aus ganzem Herzen stolz sein kann. So stolz, wie wir es im Team sind, auf unsere Kollegin, die nicht nur grandios aussieht, sondern auch am Samstag gewonnen hat, bei meinem verehrten Kollegen Jürgen von der Lippe bei Geld oder Liebe, unsere Kollegin Susanna. Hier haben wir sie, meine Damen und Herren. Schauen Sie. Susanna, am Samstagabend, auch typisch. Susanna, du hast dich nicht für Geld entschieden, sondern für die Liebe. Mhm. Wie lange ging das hinterher noch? Nicht so lange, wir waren alle ziemlich müde. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Steigen denn die beiden Sieger dann gemeinsam in die Kiste oder ist das nicht so? Sag ich nicht. Das sagst du nicht? Nee. Verrätst du es uns irgendwann mal? Na, schauen wir mal. Ja, ich sag für alle Fans von Susanna, die Telefonnummer haben wir, aber noch zögern wir sie herauszugeben. Ich weiß nicht, wie lange wir diesem Ansturm noch standhalten können. Morgen können Sie übrigens Susanna in 1 live hören, ist das richtig? Morgen Nachmittag. Wie viel Uhr? Zwischen 14 und 15 Uhr. Ja. Zwischen 14 und 15 Uhr in 1 live bei unserem Freund Stefan Raab. Und ich muss sagen, ich hab mich wahnsinnig gefreut, als Susanna gewonnen hat bei Jürgen von der Lippe, denn sie ist mittlerweile unersetzbar für mich geworden. Es ist nicht nur so, dass ich während der Sendung sozusagen alles von diesen Karten ablese. Es geht, und ich scheue mich nicht, mich da zu outen, es geht sehr, sehr, sehr weit in den privaten Bereich. Ja, und ja, schauen Sie, was ich ohne diese Karten machen würde. Eigentlich sieht es so aus, als ob Harald Schmidt sich jeden Abend ein Witzfeuerwerk aus dem Ärmel schüttelt. Doch das ist Quatsch. In Wirklichkeit liest er alles bloß ab. Die blutjunge Susanna hält ihm täglich die überdimensionalen Spickzettel, von denen der Entertainer seine Pointen liest. Neu der Wettbewerb Buckelpiste. Das ist doch sicher. Doch Susanna gibt ihm darüber hinaus auch wichtige Tipps. Oder? Auch im alltäglichen Leben ist Susanna für Harald Schmidt mittlerweile eine unentbehrliche Hilfe geworden. Hallo, Taxi! In keiner Situation will der kauzige Showmaster auf seine Assistentin verzichten, besonders wenn Harald nach der Show noch ein Rendezvous hat. Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Wie das Licht der Kerze die Glut in deinen Augen erst so richtig zum Leuchten bringt. Das habe ich noch keiner Frau gesagt. Ich möchte Kinder mit dir haben. Die Schicksal muss uns zusammengeführt. Ich wollte sagen, das Schicksal muss uns zusammengeführt haben. Manchmal ist das ein ganz schön langer Tag für Susanna. Scheiße, ich muss schlafen. Ja. Oh, das ist gut. Ich glaube, ich komme. War es auch schön für dich? Du warst der Beste, den ich je hatte. Leider eine unangenehme Nachricht, meine Damen und Herren. Unser großartiger Kollege Dieter Krebs ist leider kurzfristig verhindert. Und ich hoffe, dass er diesen Auftritt morgen oder übermorgen nachholen kann. Aber wir haben stattdessen Ersatz gefunden. Freundlicherweise für Dieter Krebs eingesprungen ist sein Kollege Peter Alexander Krups. Herzlich willkommen. Sure.
Guten Abend, Herr Krups. Herr Schmidt, ich bin ganz so gewohnt in der letzten Zeit. Ja. Also schicken Sie mal und sagen, stell dich hin, wo die Band steht. Jetzt. Ja. Nee, komm, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Herr Krups. Ich finde das wahnsinnig nett von Ihnen, dass Sie überraschend eingesprungen sind. Ja, ja. Sicher, so bin ich nun mal. Für Herrn Krebs, ich sehe, sind Sie Kassenpatient, wenn ich das Gebiss sehe? Herr Krups. Ärztlich versorgt, meinst du? Ja. Weil die Zähne, das ist ja ein bisschen, also es fällt nicht sehr auf, aber ein bisschen. Hatten Sie damit schon mal Schwierigkeiten? Welche Zähne meinen Sie denn? Ihre. Meine? Nö, wieso? Nein, sieht im Großen und Ganzen okay aus, es könnte nur teilweise ein bisschen irritieren. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert in der Kürze der Zeit. Ja. Sie sind ein großer Currywurst-Fan? Das fragen mich alle. Ich weiß ja nicht, warum. Ich meine, ich singe das Lied gerne und mit Überzeugung, aber ich esse doch nicht. Es geht nur um das Lied? Ja, sicher, in erster Linie. Ja. Ich meine, ab und zu schiebe ich auch mal ein Würstchen rein. Aber ja. Wir haben hier die Platte Ihres Bekannten. Sie sind ja ein Bekannter von Herrn Krebs, nehme ich an. Oder kennen Sie ihn? Ja. Flüchtig. Ja, flüchtig quasi. Ja. Das ist die Platte, gestatten, mein Name ist Krups. Ja, aber das ist meine. Das ist Ihre? Ja, sicher. Aber die läuft unter dem Namen Dieter Krebs. Ja, das ging nicht anders. Kommt schon mal zu Verwechslung. Ja. Und das Tolle finde ich, eine Platte hat jeder, mehr oder weniger. Ja, aber die muss man haben. Die muss man haben. Und das Tolle ist, schauen Sie, was hier drauf steht. Hier steht drauf, limitierte Auflage und inklusive Pommesgabel. Ja, das ist. Ja, nur das ist. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein Scherz. Nein, das ist der geistige Bogen zur Currywurst. Ja. Hier drin ist, und zwar wirklich hygienisch, einwandfrei eingeschweißt, hier drin ist eingeschweißt die Curry, die Pommesgabel. Nein, das hatten wir erst vor. Wir wollten erst eine Wurst reintun, aber das hat nicht... Das wäre da nicht... Nee, die Soße ist immer rausgelaufen. Ja, das wäre ein bisschen unappetitlich geworden und es klebt auch ein bisschen im CD-Player. Ja. Also das ist Ihre Platte, nicht die Platte von Ihnen. Das ist meine Platte, die habe ich gesungen, die hat... mit Herrn Krebs nur beschränkt zu tun. Gibt es die schon im Handel? Ja, sicher, die ist gestern rausgekommen. In allen Läden, wie gesagt, Brockhaus hat jeder zu Hause, sagen wir so. Ne? Ja. Aber der macht ja keine gute Laune, außer man schmeißt ihn in eine Vitrine. Diese Platte könnte ein Knaller werden. Das ist ein Muss, mal so, quasi, wenn Sie wissen, was ich meine. Absolut. Ja. Also, ab morgen wird diese Platte bitte käuflich erworben. Wissen Sie eigentlich, dass Herr Krebs eine neue Comedy-Serie Inside 1 hat? Ja, ich habe davon gehört. Also mich interessiert ja mehr die Platte. Klar. Aber die startet im Mai? Das müssen Sie mich nicht fragen. Das wissen Sie nicht? Nein. Ja. Die startet im Mai und die heißt Der Dicke und der Belgier. Ja, wenn Sie es sagen. Ja, hundertprozentig. Und ich bin ein großer Fan von Dieter Krebs. Weiß nicht, ob Sie das wissen? Nee, aber... Ja. Wirklich wahr? Ja. Und freundlicherweise haben wir die Erlaubnis, einen kleinen Einblick zu geben in diese Comedy-Reihe Der Dicke und der Belgier, die im Mai hier in Sat 1 starten wird. Ein Ausschnitt mit Dieter Krebs. Herr Krups, auch für Sie sehr interessant. Ja, bitte. Ja, von mir aus, bitte. Und Haustiere, mögen Sie Hunde? Ja. Und hier und da ein Meerschweinchen oder Fische? Ja. Sind Sie denn auch gut zu Vögeln? Ja. Schön. Und, wie ist es gelaufen? Hast du den Job als Nachtwächter? Na, da war, glaube ich, ein Schuss in den Ofen. Ja, wieso das denn? War bei der Personalchefin. Und die hat gefragt, ob ich gesund und arbeitsfähig bin und nach der Konfessionsgröße. Wegen der Uniform. Und dann hat sie gesagt, Mann, Sie sind doch ein Kerl wie ein Baum. Was stehen Sie denn immer rum wie ein hingeschissenes Fragezeichen? Lassen Sie mal ein bisschen den Larry raushängen. Und? Ja, da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden. Ja, gerne. Hygiene,
Muss sein. Also ich habe das schon auf so einer Pressevorführung gesehen im Sommer. Ja. Es ist wirklich, ich finde, es ist ganz, ganz klasse geworden. Es sind klassische Sketche. Ja. Ja. Präsentiert ihr das auch in der Form so? Also da kommen, es ist wirklich auch eine schöne, altmodische Form, auch leicht zu verstehen für... Und da kommen zwei Mann raus, nämlich Kari Goossens und ich. Kari Goossens ist in Belgien ein ganz bekannter Kollege, der richtig Schauspieler auch gelernt hat. Ja. Hat man ja nicht immer hat viel Spaß gemacht. Und da kommen zwei raus, machen eine Moderation, ja. Dann kommen Sketche, dann kommt wahrscheinlich Werbung, ja. Die hat uns ja bezahlt. Dann kommt wieder Sketche und dann kommen die wieder raus, machen eine Verabschiedung und zum Schluss kommen noch zwei Penner, die ihren Kommentar zu der Show abgeben. Das ist ganz neu. Ja, das hat man also in dieser Form noch nie gesehen. Nein, nein, aber es ist wirklich schräges Zeug dabei. Teilweise aus Belgien, teilweise aus England, teilweise neu entwickelt, extra für uns. Und die tolle Sache ist ja, du hast es auch hier, das ist ja immer die beste Situation, live vor Publikum getestet. Ja. Jeder Sketch, jede Pointe, ein großer Lacher. Und so war das auch in Frankfurt bei dieser Vorführung. Also ich bin überzeugt, es wird sehr, sehr gut ankommen. Es also ist wirklich mir hat es auch gefallen und ich bin ja immer ein bisschen pingelig. Ja, Dieter, danke dir. Toll, toll, toll. Alles Gute, wird gut laufen. Danke. Ja. Mein nächster Gast ist eine junge, sehr attraktive Kollegin. Moderiert seit 1996 auf RTL 2 die Sendung. Hotspots. Herzlich willkommen, Sabrina Staubitz. Ich wollte jetzt die feuchte Hand nicht irgendwie entgegen. Hast du eine feuchte Hand? Ja, ein bisschen. Warst du nervös? Immer noch natürlich. Ja, neben brauchst du aber nicht sein. Ausgezeichneten Kollegen zu sitzen, ist natürlich schon aufregend. Ja, aber du siehst toll aus und hast das Publikum sofort im Sturm genommen und da ist gleich so diese Spannung da. Alle auf einmal. Ja. Aber ich weiß nicht, es war so laut, du hast, glaube ich, was Falsches gesagt, ohne dir jetzt gleich irgendwie dazu nachzutreten. Ja, was war falsch? Seit 1996 moderiert. Das ist falsch. Ja. Was ist daran falsch? Hotspots gibt es seit 2,5 Jahren, aber ich moderiere es seit 1997, seit Januar. Ja, aber was ist dieses Jahr im Universum? Ja, das ist eine Bescheidenheit von dir, dass du darauf hinweist. Dass du sagst, du machst es noch nicht seit Anfang, ne? Die Bescheidenheit steht mir gut. Also jetzt muss man mal erklären, falls jemand die Sendung nicht kennt, da werden Werbespots präsentiert. Aha. Ja? So nach dem Motto, die Werbung hat ja immer so ein Image, deutsche Werbespots sind langweilig und so weiter. Aber ihr zeigt internationale Spots, auch deutsche. Und man sieht, die sind gar nicht so langweilig. Jetzt wollte ich gar mal viel zu sagen, weil du schon so viel erklärt hast. Außerdem denke ich mal, dass die meisten Zuschauer doch hoffentlich die Sendung mal gesehen haben. Absolut. Also es werden internationale Spots gezeigt, aber nicht nur das. Ja. Also noch Making-of-Berichte eben gezeigt, wie geht es ein bisschen hinter den Kulissen ab. Es wird mit Regisseuren gesprochen, mit Agenturen werden besucht und es gibt noch immer einen Talk mit einem Studiogast. Jetzt dieses Konzept, das ist erfolgreich, das funktioniert, wird schon wieder alles geändert. Und die Sendung heißt auch nicht mehr Hotspots. Wie heißt sie in Zukunft? Ich denke, der Titel wird ja auch auf der Zunge zergangen sein. Also es ist ein Titel, der man merkt, dass die Kollegen sich Gedanken gemacht haben. Ja, und auch wissen, in welche Richtung was ankommt. Richtig, weil Hotspots hatte ja schon den intellektuellen Anspruch. Viele kamen drauf, dass das total richtig ausgesprochen. Hotspots denken ja viele, das war irgendwie so Kindersendung oder irgendwie mit Räuber. Vom Räuber Hotspots. Ganz verkehrt, sondern früher. Richtig. Ja. Das kanntest du noch, oder? So jung bist du noch. Hotspots. Also heiße Spots wurden gezeigt. Genau. Ähnlich intellektuell jetzt auch der neue Titel. Nämlich? Die dicksten Dinger. Das gefällt mir sehr gut. Das hat sich ein Kreativteam von RTL 2 ausgedacht. Ja. Aber die dicksten Dinger. Ja, es wäre natürlich jetzt völlig verkehrt, irgendwie an anatomische Augenfälligkeiten oder sowas zu denken, weil da hätte es ja andere Kolleginnen gegeben, die das viel besser ausgefüllt hätten. Richtig. Ja, oder Dolly zum Beispiel. Ja. Oder Verona. Aber die Sendung bleibt im Grunde die gleiche, es heißt es nur die dicksten Dinger, um einfach noch mehr an die Trainingshose zu appellieren. Trägst du die zu Hause? Oder ja, das Mentale. Also ich meine, die dicksten Dinger. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da so kreative Leute zusammen sind. Oh, das muss irgendwas Geiles. Weißt du, was so, so Bälle, Möpse, irgendwas. Und ja, so, ja. Die dicksten Dinger. Du hast dir auch vertieft Gedanken gemacht, irgendwie ganz tiefe Gedanken. Aber so war es nicht. Es gab eine Story. Und zwar hat diese Sondersendung vor 2 Jahren begonnen mit Heino. Es gab 3 Sonderausgaben jedes Jahr. Die gab es auch im letzten Jahr. Und die haben Promis moderiert. Und die ersten 3 Folgen hat Heino moderiert. Und das hing damit zusammen, dass er einen Spot für McDonald's gemacht hat, wo er so einen Hamburger in der Hand hat und sagte, das ist aber ein dickes Ding. Und so. Für McDonald's? Ja.
Ein dickes Ding. Aha. Also das heißt, er hat nichts anderes in der Hand gehabt. Ja. Also es war ein Und da Burger. Kam dann das Team von RTL 2 auf die Idee, Moment mal, es gab doch mal diesen Heino-Spot. Das dicke Ding, die dicksten Dinger und jetzt heißt die Sendung so. So interpretierst du das jetzt, ja. aber ich bin ja die Zielgruppe. Nehme ich jetzt mal an die Story. Nehme ich mal an. Na? Du hast ein sehr interessantes Studium absolviert. Politologie, Germanistik und Werbepsychologie. Ja. Ja? Was ist denn Werbepsychologie? Eine kleine Definition, weil es natürlich ein endlos langes und wichtiges Studium hat mich auch fundiert vorbereitet auf die Moderation, die ich jetzt mache, vor allem auf die dicksten Dinger. Ja. Ja, und es gibt hochtrabende Definitionen, aber eigentlich geht es nur darum, Kohle einfach. Zu machen. Es geht eigentlich darum, Konsumbedürfnisse zu wecken, aber es gibt einen ganz tollen Ausdruck. Das hieß irgendwie, es geht darum, evidente, an der Verhaltensoberfläche liegende Konsumbedürfnisse zu wecken. Verstehe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, oder? Eine Verhaltensoberfläche. Ja, ich wollte irgendwie mal ein bisschen beweisen, dass ich doch studiert habe. Und deswegen habe ich mir diesen Satz. Das hat nie jemand angezweifelt. Wieso? Das musst du doch nicht beweisen. Das spürt man. Oh, danke. Ja. Du meinst diese intellektuelle Ausstrahlung. Ja, aber in der Mischung mit so einer lasziven Erotik. Aha. Ja. Aber ich habe extra diesen Mantel anbehalten und nicht ausgezogen. Das ist ja das, was ich mit lasziv meine. Also. Sabrina. Etwas sehr Interessantes. Du machst, heißt das Chakrenmeditation? Völlig korrekt, ja. Was ist das? Hast du schon mal ausprobiert? Nicht offenbar, Ich habe mal früher autogenes Training gemacht, weil ich so Ticks hatte. Und so. Als Kind, und das war mit dem autogenen Training ein bisschen besser geworden, ne? Es ist absolut besser geworden. Es ist Also ganz okay, so schlimm war es bei mir nicht. Also manchmal habe ich auch hyperventiliert. Also vor allem hyperventiliert? Kurz vor der Sendung, aber es ist jetzt viel besser geworden. Ja. Und es geht einfach darum, dass nach einer indischen Heilslehre davon ausgegangen wird, also ähnlich wie bei den Chinesen, dass es Energiezentren im Körper gibt. Ja. Und in dem Fall eben 7 Stück. Und die heißen Chakren eben, je nachdem, weil das kommt von dem Wort Rad, von sich drehen, weil diese Energien sollen auch kreisen. Und das erste Chakra ist das Basischakra und das liegt zwischen Anus und Genitalien, also eine Region, in der du sicher auch gut zu Hause bist. Und Sabrina. Also ich wollte das Laszive noch ein bisschen unterstreichen. Ja, das war jetzt aber weniger lasziv, sondern mehr dicke Dinger. Oh, nö. Nö, es war schon zwischen so Anus und Genitalien. Ich hätte auch was anderes sagen können. Also. Prostata. Ja, also bei mir, ich habe ja keine, also mir ist ein bisschen... Richtig. Ja? Okay. So, wie geht jetzt diese Meditation, diese Atemübung? Die dachte ich mir, ist zu schwer für dich. Außerdem hast du sicher keine Prostata-Probleme, dachte ich mir. Und insofern machen wir eine Atemübung liegenderweise. Ja. Du liegst, ich stehe. Und du musst jetzt nicht sowas machen wie Julia vorhin hier auf dem Schreibtisch, aber so ähnlich. Also du legst dich auf den Rücken. Hier. Ja. Berühren wir uns dabei? Nein, ich lege nur da. Kommt darauf an. Und da richtig hinlegen? Ja, ich stelle es mal kurz irgendwie zur Seite. Und wenn das irgendwie geht, ich weiß ja nicht, denn du hast ja sehr lange, schöne Beine, die irgendwie noch versuchen, auf den Schreibtisch oben drauf zu kriegen. Bist du behupsam? Vorsicht, das ist eine Stufe. Bist du entspannt, Harald? Ja. Das wird gleich noch besser werden. Du musst jetzt eine Beckenbewegung machen. Ja. Du hebst das Becken ein bisschen an und atmest ein. So? Ist das so? Beim Ausatmen wieder nach unten gehen. Ich weiß nicht, wem du jetzt was beweisen wolltest. Das war ein bisschen zu viel, also eine ganz kleine Bewegung. Klein kann ja manchmal viel mehr sein. Ich verstehe, ja. Also ganz klein nochmal nach oben. Und beim Ausatmen wieder nach unten. Also das soll irgendwie jetzt die Becken- und Lendenmuskulatur irgendwie lockern. Kann man ja bei allen möglichen Sachen brauchen. So relaxed und so entspannt wie jetzt habe ich mich noch selten von Ihnen verabschiedet. Einen schönen Abend. Passen Sie gut auf sich auf. Ja. Und nicht vergessen, ab sofort die dicksten Dinger mit Sabrina Staubitz. Ich danke dir. Danke. Bis morgen.